Zum Valentinstag brauchen wir mehr Liebe von Lufthansa Miles & More als Vielflieger. Ist eine Aktion wie letztes Jahr überfällig? Des Weiteren gab es in der Ukraine Entwicklungen, dass Flugzeuge gegroundet worden sind, beziehungsweise spürbare Probleme für die Luftfahrt. Und eine Schlange in einem Airbus A320 und die Auswirkungen. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Das heutige Thema der Liebe natürlich ist ganz einfach, ganz wichtig, indem ihr uns Liebe gebt. Wir geben euch Liebe. Abonniert uns, Abonnierbefehl, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Macht die Glocke an, kommentiert unten und gebt uns ein Like. Ein Thema, was nicht wirklich von Liebe gezeichnet ist, ist der Konflikt, der gerade die Luftfahrt durchrüttelt, durchschüttelt, ist Ukraine. Warum? Ganz einfach. Die Luftfahrt muss auf die Ukraine-Krise reagieren und Versicherungen sind die am schnellsten reagiert haben, weil sie einfach die Deckungen der Flugzeuge streichen. Und ohne Flugversicherung darf man einfach nicht fliegen. Damit ist das Thema durch. Die Leasingfirma oder die Leasingfirmen wollen Flugzeuge zurückhaben und die ersten Fluggesellschaften meiden auch den Luftraum der Ukraine. Die KLM zum Beispiel fliegt gar nicht mehr in die Ukraine. Berechtigterweise unter einem der Beiträge gestern hat ja ein Kollege auch geschrieben, mit der Air France kann ich noch fliegen. Hängt wahrscheinlich mit einem anderen Versicherungsnehmer zusammen. Und wenn man halt einfach guckt, was mit der Malaysia Airlines in 2014 passiert ist, der 777, die abgeschossen worden ist von der Buk-Rakete, da muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Holländer da gebrannte Kinder sind, weil das Flugzeug kam ja aus den Niederlanden. Und selbst die British Airways fliegen mit ihren Cargos, die nach Bangkok gehen zum Beispiel, vermeiden also wirklich weiträumig den ukrainischen Luftraum. Die Lufthansa und die Air France, die warten einfach ab, aber die Lufthansa sagt, man möchte sich heute an dem Montag entscheiden und möchte halt gucken. Qatar Airways selber hat einen Umlauf gestrichen. Fly Dubai, Turkish Airlines, Ryanair, Wizz Air fliegen wieder ganz normal. Also da gibt es keine Einschränkungen. Aber das Problem ist halt wirklich, wenn eine Versicherung gestrichen wird. Air Baltic zum Beispiel fliegt sogar mehr in die Ukraine, auch nach Odessa, weil sie halt da wesentlich höheren Bedarf sehen für Leute, die repatriiert werden möchten. Also sogenannte Rescue Flights, wenn ich sie mal nennen darf. Also die Lage unten ist sehr, sehr unschön. Was kann der Staat tun? Der Staat, der ist ja abhängig von den Überfluggeldern. Und man hat jetzt 520 Millionen Euro von dem Staat der Ukraine hingelegt und hat gesagt, ja, das ist damit der Luftverkehr eine Garantie hat. Das heißt also, die Versicherungen, die sagen, dass die Gefahr im Land zu heiß ist und damit die Flugzeuge abziehen, damit möchte das halt die Ukraine ja abwenden. Aber es gab am Sonntag ja schon die SkyUp-Maschine, der SkyUp-Flug aus Madeira, PQ0902, der in Kiew enden sollte. Der ist dann eigentlich nicht in Kiew geendet, sondern in Moldawien. Und die Passagiere sind dann weiter mit dem Bus gefahren. Die SkyUp-Fluggesellschaft hat von ihrem Leasinggeber, der aus Irland kommt, gesagt gekriegt, Versicherung ist abgelaufen, machen wir nicht mehr, dürft ihr nicht rein. Also das heißt, die haben komplett strikten Verbot bekommen, da rein zu fliegen. Und ich sage es einfach nochmal, die Versicherungen sind natürlich da relativ schnell fickerig, zu Recht. Natürlich, wenn ein Flugzeug abstürzt, das sind Riesensummen, die dann auf einmal neben den Menschenleben, die nicht ersetzt werden können, gezahlt werden müssen. Und das ukrainische Infrastrukturministerium hat diese Schwankungen auf dem Versicherungsmarkt erkannt und will mit diesem Garantiepaket halt gegensteuern. Aber viele Fluggesellschaften stellen halt wirklich auch selber ein. Andere gucken, was da passiert. Ich selber kann die Lage unten nicht einschätzen, möchte es auch gar nicht, möchte auch gar nicht da großartig drüber diskutieren, was, wer der Aggressor ist oder wer das Problem ist, weil ich glaube ganz einfach, das ist zu komplex für uns und wir sind ja auch mit der Aviation so unterwegs, dass wir sagen, wir wollen Friede, Freude haben und wir können uns halt nur über die Auswirkungen unterhalten, aber deshalb auch wie beim letzten Mal, bitte keine politischen Diskussionen. Ein Thema, was eher etwas lustiger ist, wenn man von lustig sprechen kann, das war bei AirAsia ein Airbus A320. Da war eine Schlange an Bord. Ja, ganz genau. Also wenn man nach oben schaute, und ihr kennt das ja in der
Leiste, da ist so ein Röhrenleiste, wo diese Lichter dahinter sind, und da kam eine längliche Silhouette von einer Schlange, und ja, das war dann natürlich problematisch. Als der Captain wusste, auf dem Flug von Air Asia AK-5748 von Malaysia nach Kuala Lumpur, nee, dann machen wir das doch nicht, wir fliegen doch nicht. Man landet dann in Kuching, weil natürlich die Schlange an Bord ein Riesenproblem ist. Also das kann natürlich Stress verursachen. Also ich glaube, wenn ich eine Schlange über mir hätte, ich wäre da wesentlich unentspannter, als ich hier jetzt vor der Kamera bin. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert von der Schlange. Ich weiß auch nicht, was es für eine Schlange ist. Das habe ich jetzt nicht so auf Kette, aber trotzdem, Schlangen sind jetzt nicht so meine Lieblingstiere. Was ist eure Reaktion, wenn ihr so eine kontaktfreudige Schlange habt, und inwieweit ihr da ja schauen wollt? Weil es gab ja zum Beispiel den Fall in 2016 bei Aeromexico, die hatten in Embraer eine 1,5 Meter lange Schlange. Also da wäre bei mir komplett der Laden aus gewesen. Das finde ich, also ich weiß es nicht genau, das fände ich jetzt nicht so prickelnd. Also so eine Schlange ist dann in meinen Augen problematisch. Oder wie seht ihr das? Was ist eure Meinung dazu? Was haltet ihr von dem Schlangenproblem? Also wie gesagt, die Maschine ist dann ja diverted. Das letzte Thema für heute hat etwas mit Liebe zu tun. Ich habe es so umschrieben: Brauchen Vielflieger Liebe von Lufthansa Miles and More? Wenn wir uns das die letzten Jahre einfach mal anschauen, was da passiert ist, ist halt so, dass während Corona-Zeiten natürlich nicht so viel geflogen werden kann, und muss die Lufthansa etwas tun. Viele Fluggesellschaften wie die Air France KLM, die haben letztes Jahr schon gesagt, hey, wir machen mehr XP-Punkte, wir verlängern den Status. Dann die United hat die Thresholds runtergesetzt, hat aber auch Punkte zur Erleichterung gegeben. Dann British Airways hat reduziert, Finnair läuft irgendwie immer noch weiter, SAS hatte eine Aktion, die im Moment aber aufgrund des rollierenden Jahres gerade nicht so bei mir gegriffen hat, die ist jetzt beendet. Also alle Fluggesellschaften tun was, und gefühlt Lufthansa tut nichts. Ich habe dieses Wochenende wieder Beratungsgespräche gehabt, wie man Statusstrategien macht, wie man am besten einen Flugstatus erwirbt. Ich hatte da auch zum Beispiel einen Kollegen, der einen Senator haben wollte, einige wollten sogar einen Horncircle haben, und die haben alle gefragt, hey, was macht die Lufthansa? Und ich kann sagen, ich weiß es nicht. Und das Problem ist halt heute, wenn wir uns das angucken, Valentinstag, und das habe ich als Anlass genommen, inwieweit das für uns in irgendeiner Art und Weise der Form der Liebe entspricht. Ist das Liebe, wenn Lufthansa uns was schenkt? Muss uns Lufthansa etwas schenken? Weil letztes Jahr, auch um diese Zeit, wurde ja dann bekannt gegeben mit der doppelten Meilenaktion, dass selbst die Horncircle-Meilen verdoppelt werden, dass man also den Horncircle mit 300.000 Meilen erfliegen konnte, anstatt mit 600.000. Der Senator wurde sogar noch mit noch weniger Meilen erfliegbar. Warum? Weil man die Kreditkartenaktion hatte, also maximal 30.000 Statusmeilen aus der Kreditkarte heraus. Damit wären dann nochmal 70.000 fehlenderweise unterwegs gewesen. Die wären dann 35.000. Oder beim FTL, da waren 5.000, die nur fehlten in der Aktion. Also insofern ist das etwas, was ihr erwartet. Ich bin gespalten. Ich hatte heute mit Mario darüber auch nochmal diskutiert, inwieweit man da was macht. Und ich glaube, dass das Angebot, was letztes Jahr gemacht worden ist, zu großzügig war. Das heißt also, wenn man das dieses Jahr wiederholen würde, wäre das nicht ganz passend. Aber es muss etwas gemacht werden. Selbst beim Horncircle muss etwas gemacht werden. Ganz einfach aus dem Grund heraus, weil Fliegen gerade nach Asien immer noch nicht so möglich ist. Und ich glaube auch, dass diese Aktion, wenn man sie kurz vor knapp macht, das heißt also, wenn man jetzt am Ende des Jahres feststellt, da fehlen noch ein paar und da müssen wir einfach verlängern, das kommt auch teilweise so ungeliebt rüber. Und auch diese, viele haben es ja von euch jetzt erst bekommen, die zusätzlichen E-Voucher, die Horncircle haben 4 gekriegt, die Senatoren 2 zusätzlich, die FTL haben 1 bekommen, dass man damit dann, ja, vielleicht zu kurz vor knapp. Und die Leute haben ja auch einige zu mir gesagt, das wäre nicht genug und es wäre zu spät und ich weiß es nicht.
ja, das ist so diese deutsche Seele. Also das ist halt mit Lufthansa leider so, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Lufthansa ist nicht dadurch bekannt geworden, dass man verwöhnt wird. Also Lufthansa macht immer nur gerade so viel, wie gerade nötig ist, ohne dann da in irgendeiner Art und Weise überbordende Liebe zu geben. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich finde es schwierig. Auf der einen Seite finde ich, dass es was geben sollte. Auf der anderen Seite finde ich, dass es aber nicht so viel geben sollte wie letztes Jahr. Von den Aktionen her, was sollte es geben? Ihr fragt jetzt Lars, was soll es geben? Ja, 25% mehr on Circle Mine oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich bin da ehrlicherweise etwas ratlos. Ich glaube aber, dass die beste Lösung einfach wäre, dass die Meilen, die letztes Jahr erflogen worden sind, einfach wieder gut geschrieben werden. Das heißt also, wer letztes Jahr 40.000 Senatormeilen oder normale Meilen erflogen hat oder Honzergemeilen, sollte die dieses Jahr gut geschrieben bekommen. Und damit würden dann die Leute auch belohnt werden, die letztes Jahr den Status erflogen haben. Und dann grundsätzlich einfach sagen, wir verlängern den Status um ein Jahr für alle, egal wann er ausläuft. Also, dass man da halt zum Beispiel etwas Leash hat. Das wäre in meinen Augen eine vielleicht faire Lösung. Aber was denkt ihr? Was ist eure Meinung? Kommentiert heute zum Valentinstag, was wünscht ihr euch von Lufthansa als Liebe? Ich wünsche mir von euch als Liebe ein Abonnierbefehl, Befolgung und abonniert uns und vor allem ganz, ganz wichtig, Glocke an und kommentiert und das Like. Also, danke, dass ihr heute wieder zum Valentinstag dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Also, bis dann, ciao.